Herr Krusch, Selektivverträge und DIGAs, ist das ein Gegeneinander, ein Miteinander, ein Nebeneinander? Ja, da muss ich sagen, als ich das erste Mal von DIGAs gehört habe, war ich natürlich erst erschreckt. Wir als Managementgesellschaft hatten natürlich irgendwie so den Eindruck, dass die Kassen dann Selektivverträge gar nicht mehr interessieren. Und wir sind natürlich auch als Gesellschaft im Bereich Abrechnungsprüfungen für Krankenkassen und Abrechnungen unterwegs gewesen. Deshalb haben wir uns auch dem Thema DIGA angenommen, weil die DIGA gerade die Startups so ein Gap hatten hinsichtlich der Abrechnung auch gegenüber den Krankenkassen. Und was wir jetzt so festgestellt haben, ist, dass aber auch viele potenzielle DIGA-Hersteller, Startups auf uns jetzt zukommen, weil das BfArM natürlich die Voraussetzungen, eine DIGA zuzulassen, die sind recht hoch gesetzt. Das heißt, da müssen Anwendungsstudien gemacht werden mit den jeweiligen DIGAs. Und das kann ich in der Zeit, die jetzt eine DIGA, wenn sie vorläufig zugelassen ist, nicht wirklich realisieren. Das ist letztlich, wenn man es zusammennimmt, ein halbes Jahr, um die Person entsprechend zu rekrutieren, die halt in diese Studie einfließen sollen. Dann habe ich noch ein Vierteljahr für die Auswertung und dann gehe ich in die Preisverhandlung. Und das will eigentlich kein Startup dann wirklich riskieren. Und deshalb ist die Alternative dann halt wirklich wieder die altmodischen Selektivverträge. Das heißt, da kann man dann gucken, bis man die genügende Studienpopulation dann zusammen hat und dann halt auch erfolgreich direkt schon beim ersten Mal eine endgültige Zulassung dann halt über das BfArM zu erlangen. Wohin geht denn oder wohin sollte sie gehen, die Entwicklung in diesem Kontext? Was wir jetzt immer gesehen haben, sind die DIGAs ja so im Wesentlichen Standalone-Lösungen. Und die Finanzierung über die KV bzw. über den EBM ist halt auch nicht wirklich optimal für eine Patientenversorgung, wo auch die medizinischen Leistungserbringer, die Ärzte, Physiotherapeuten etc. eingebunden sind. Da wäre es natürlich sehr wünschenswert, wenn wir wirklich hybride Leistungen hätten und das halt auch so als Blended Healthcare dann halt auch verkaufen könnten. Nicht? Wo sehen Sie die Hindernisse auf diesem Weg und wie können wir weiterkommen? Na, es gibt regulatorische Hindernisse. Im Moment ist es so Blended Healthcare in dem ganzen Prozess nicht vorgesehen. Was zum Beispiel auch im Bereich jetzt hier DIGA-Nutzung betrifft, gab es ja auch immer wieder Einwände. Ja, wenn der Code einmal verschickt ist, kann der DIGA-Hersteller abrechnen. Auch wenn die App nur runtergeladen wurde und dann in der Ecke liegt. Nicht? Also da wären natürlich auch Möglichkeiten, das noch weiterzuentwickeln. Und man kann natürlich auch, also gesetzgeberisch dann halt auch weiterentwickeln. Und was auch weiterentwickelt werden, wie man solche Entwicklungen starten könnte zu hybriden Leistungen, wäre natürlich auch wieder der Weg über Selektivverträge, die man dann halt auch wirklich, wo man dann halt auch ganze Versorgungspfade gut abbildet und auch eine wirkliche integrierte Versorgung dann halt auch schafft.